Hattest du mal ein ganz weirdes Fanerlebnis, wo du denkst, boah, das wäre mir total unangenehm? Ist das echte Freundschaft oder macht ihr das nur, um euch hochzubumsen? Das hat mich sehr aufgeregt, weil wenn man gerade mit etwas irgendwie mit Herz dran ist und dann kommt so jemand und meint irgendwie alles zu wissen. Herzlich willkommen an diesem unglaublich schönen Tag. Mein Name ist Benjamin Wolter und ich habe neben mir ja quasi meinen alter Ego sitzen. Dennis! Hi! Wir haben noch nicht ganz abgeschmückt. Nee, wir sind einfach so ist immer so schön, ne? Ist so schön, als wenn wir es voraufgezeichnet hätten. Ja. Der heutige Gast ist, wie soll ich sagen, absoluter Kult auf dieser Plattform. Ein riesiger Applaus für mir relativ egal! Das war sehr süß, vielen Dank. Ich dachte, ihr sagt schon ganz lange dabei und immer noch unerfolgreich, aber ihr seid sogar... Nein, erfolgreich, Mirella. Trifft auf uns zu, nicht erfolgreich. Du bist schon seit 2012 dabei. Ja, kann sein, wenn du das sagst. Ja, ich hab's recherchiert. Weißt du noch, was du in deinem allerersten Video gemacht hast? Mein allererstes... Ja, tatsächlich. Es war natürlich... was macht man als Frau auf YouTube? Schminke. Natürlich Schminke. Get ready with me. Habe ich auch nicht geredet. Die ersten zwei Videos habe ich gar nichts gesagt. Du hast über 390.000 Abonnenten, stand jetzt. Und wie ist das so, wenn man weiß, dass man mehrere Fußballstadien füllen kann? Ja, das, jeden Morgen wache ich auf und denke mir so, ich könnte Fußballstadien füllen und fühle mich dadurch besonders gut und auch viel besser als der Rest der Menschheit. Denkt ihr Trommler auch, ne? Der Trommler, den kennt keiner mehr. Keiner mehr. Kennst du den Trommler noch? Ja. Ja, aber das ist niemand. Hattest du mal ein ganz weirdes Fanerlebnis, wo du denkst, boah, das wäre mir total unangenehm? Nee, ich habe immer nur ganz oft diese Sachen, dass ich so 3 Uhr nachts im Club an der Bar stehe und angesprochen werde. Und das ist der Moment, wo man nicht angesprochen werden möchte. Bist du aufgrund deiner Videos angesprochen? Aufgrund deines zu kurzen Kleides? Ja, natürlich meines wunderbaren Aussehens. Ja, nein, klar, halt irgendwie Mädels, die meinen so, ja, ich gucke deine Videos. Ja, und das hatte, stimmt, das hatte ich schon so besoffene, die dann einen so anfangen voll zu labern und nicht aufzuhören und zu sagen, wie toll sie sind und wie toll ich bin natürlich. Wie toll sie sind. Ich bin so toll, tschüss. Du bist ja befreundet mit Kelly, Mrs. Vlog und Malwanne. Ja. Ist das echte Freundschaft oder macht ihr das nur, um euch hochzubumsen? Nee, wir sind wirklich tatsächlich, wir haben auch eine private WhatsApp-Gruppe. Oi, okay, das heißt schon viel heutzutage. Also, ja. Wie heißt die Gruppe? Wir haben es jetzt gerade, wir benennen das immer regelmäßig Mrs. Mirella Wanne. Nee, die aktuelle ist die Powerpuff-Mütter. Ja, passt doch, oder? Wie ein guter Videotitel. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt, ihr drei? Also ich habe Vanessa, glaube ich, zuerst kennengelernt und Vanessa kannte Kelly und dann haben wir uns irgendwie alle untereinander und es war Liebe auf den ersten Blick. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Dein Content besticht ja nicht nur durch lustige Dinge, sondern auch ernsthafte Sachen. Erklär mal, du warst in Kenia. Was war da deine... War das ja heiß? Was waren deine Erlebnisse? War, ja, in Kenia war es auch warm. Ich war mit der Deutschen Stiftung mit der Deutschen Bahn bin ich nach Kenia gefahren. Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Und wir haben uns das... Also der Kampagnen-Hashtag war Pussy's Power. Mhm. Und es ging halt darum, eben um Selbstbestimmung, Women Empowerment und solche Sachen. Mhm. Und da war ich ja da und habe mit ein paar Frauen gequatscht und wir haben zusammen... Wie habt ihr euch verständigt? Englisch. Manchmal... frage ich mich wirklich, ob du... Nee, ich finde, das ist eine... Gab es die Mirella als Afrikanerin? Aber gut, aber nicht der Dömming. Nein, oh, the cool. The cool man. Ah, the Dömming girl. Ah, pretty, pretty, pretty. It's hot here. Oder? Ja, ist klar, dass das eine ernsthafte Stiftung ist. Hast du gerade einen Flashback? Okay, genau. Du hast auch Videos gemacht, wo du Weiß kritisierst. Kannst du noch mal ganz erklären, was da vorgefallen ist und warum du dich... Ja. Die Weiß tut halt so, als ob sie ein Magazin wäre, das so total die gut recherchierten, wichtigen Beiträge macht. Und gleichzeitig kommen da aber halt wirklich Artikel, die einfach schlecht recherchiert sind. Die haben es nicht mal geschafft, meinen Nachnamen herauszufinden, sondern haben einfach aus Mirella, also ich nenne meine Fans aus Spaß Mirellobert. Und dann haben sie gedacht, ich heiße Mirella Obert. Und haben das war es nicht ein Bericht über die Videodays oder wie war das noch? Nein, das war jetzt über dieses Pussy's Power Event, was eben im Anschluss von Kenia, haben wir so ein Event in Berlin gemacht, wo eben Zuschauer kommen konnten, man nochmal die Videos gezeigt hat, man drüber gesprochen hat und wir zusammen so Rage-Yoga gemacht haben und da war anscheinend eine von der Weiß auch da und hat sich halt so ein bisschen so von oben herab halt drüber gesprochen, was bringt es denn jetzt, wenn Leute Yoga machen, was bringt es den armen Kindern in Afrika, so nach dem Motto. Und aber gleichzeitig hat sie halt irgendwie auch nichts zum Thema beigetragen und das hat mich sehr aufgeregt, weil wenn man gerade mit etwas irgendwie mit Herz dran ist und dann kommt so jemand und meint irgendwie, alles du, hast ja auch alle, du warst ja auch vor Ort, hast ja gesehen, wie es auch da abgeht. Ja, und dann kommt so eine Hipster-Autorin, die so eine 21-Jährige, die dann aber tut, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gegessen hat. Aber die gar Weisheit? Keine Ahnung.
Hast du denn jemals eine Antwort bekommen von Weiß oder hat sich jemand mit dir auseinandergesetzt? Nein, sie haben dann meinen Nachnamen nachträglich, steht auch drin, der wurde geändert. Aber ansonsten haben die da nicht drauf reagiert. Was ist denn da los? Ja, Mirella, du hast ja auch ein Video gemacht, hat mir sehr gefallen. Ich glaube, das war auch für den Videopreis nominiert, warum ich fett geworden bin. Warum bist du so fett geworden? Hier also nun 20 Gründe, warum ich zugenommen habe. Ich möchte Plus-Size-Model werden. Weil ich schwanger bin. Ich mag Essen. Sehr. Die Pille hat meinen Hormonhaushalt komplett zerstört und ich habe einiges an Wasser angelagert. Das Video war für irgendwas nominiert? Doch, doch. Auf jeden Fall wurde es irgendwo gezeigt, wo ich da war. Kann auch irgendwie eine private Feier gewesen sein. Beamer aufgestellt worden. Ich wollte einfach mal Mirella im Bikini angucken. Mirella nackt, das gibt es in dem Video. Ja, das wollte ich einfach ein Lob aussprechen. Danke. Das ist sehr gut. Danke. Ja, das ist wirklich so ein Video, ich weiß nicht, manchmal hat man so ein Video und da ist man so richtig stolz drauf und das ist so ein. Beschreib dein Content mal mit einem Wort. Ganz okay. Okay? Okay. Okay. Und der letzte Punkt ist, dass du bist eine der wenigen, die hier hinkommen, die ein Studium gemacht haben. Du hast studiert, bist du fertig? Was hast du gemacht? Ja, ich habe einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Du auch. Toll, quasi BWL, aber ich sage, es ist... Wirst du das irgendwann nochmal brauchen? Oder das weiß ich war nicht. War das nur für dich? Du willst abhaken oder hast du gedacht, ich möchte... Nein, also ich habe das Studium und YouTube gleichzeitig angefangen. Und dann so, als ich das Studium so halb durch hatte, ging es gerade mit YouTube richtig los. Und habe dann so gemerkt, ja, da war ich so kurz davor, so, vielleicht lasse ich es einfach sein. Und dann, Studium oder YouTube? Studium. Ja, weil halt YouTube einfach mit viel mehr Leidenschaft und da kann ich meine Kreativität ausleben. Mhm. Und das Studium habe ich halt einfach so gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst eigentlich machen soll. Und dann dachte ich aber, ja, okay, jetzt kannst du es auch noch durchziehen. Dann hatte ich auch Freunde und Familie, die gesagt haben, ja, mach das halt noch fertig. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Ich weiß nicht, ob ich es so jemals brauchen kann, aber es ist so ein bisschen eine Sicherheit. Warst du denn gut abgeschlossen? 1, abgeschlossen. Nein. Mirella, es war wieder mal ein inneres Kaktuspflücken mit dir. Es war brauch toll. Gar keinen Text, weil ich muss der Frau nur in die Augen gucken, mir fällt alles ein. Klasse, es war eine Ehre, dich hier sitzen zu haben. Es war so schön. Ich komm, ja. Wenn ich das nächste Mal schlechte Laune habe, komme ich her und hole mir ein paar Komplimente für euch ab und dann geht's mir wieder gut. Wir bestellen eine Pizza, wir quatschen über Männer, gar kein Problem. Ja, die Pizza bringe ich ja dann. Scheiß Männer. Männer. Die Frau ist absoluter Kult auf dieser Plattform, schon so ewig dabei. Die ist übrigens die, ja, ihr habt bestimmt sicherlich schon gefragt, das ist die Frau von der Wahl-WG. Von der Funk-Wahl-WG, das ist sie. Von der Wahlgemeinschaft, das ist die. Ja, ist sie, genau. Ihr habt sie nicht getraut, den Kommentar zu schreiben. Ja, sie ist es. Schreibt mal euer liebstes Gemüse in die Kommentare. Und eure Lieblingspizza, die Mirella bringt's dann. Ja. So, wir rauchen jetzt ein Pfeifchen und wünschen euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und fucking nochmal Farewell. Du rauchst gern Pipe.